Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Jo, so schön langsam nimmt unser Floß Gestalt an, aber auch nur langsam. Es wäre ja schön, wenn wir so wie das Segel ein bisschen höher platzieren könnten, wenn wir für die Möwen so ein richtig ruhiges Plätzchen hätten, aber ich glaube, das funktioniert gar nicht so schlecht schon mittlerweile. Mit unseren beiden Nestern hier. Jo. Dann wäre es vielleicht auch cool, wenn wir hier vielleicht komplett zumachen. Könnte ich mir vorstellen. Mit einem schönen Durchgang hier, dass wir da krass raufkommen. Ja. Was wir jetzt da ansteuern könnten in Zukunft. Oh ja, ein Floß da hinten zum Beispiel. Das wäre nach wie vor nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Metall. Die Richtung passt fast. Wir sind schon wieder durstig. So, Prost. So. Jo, die Richtung passt. Ich will nämlich nur die Kiste da haben. In der Hoffnung, dass wir Metall kriegen. Aber wie wir gesehen haben, ich hätte vielleicht doch die Insel noch versuchen sollen anzusteuern. Denn auch bei den Inseln kann man eventuell Metall finden. So. Was habe ich jetzt weggeschmissen? Also eine Planke, die ist wurscht. Stein und Schrott, das hat sich super ausgezahlt hier. So. Das wollte ich nicht. Ich wollte zurück hier. Darüber. So irgendwie. So. Gut. Schön langsam kriegen wir hier ein bisschen Platz. Jawohl. Super, ich schmeiß gleich alles weg, ne? Nein. So, das kommt wieder hier hin. Die Feder tue ich derweil auch dahin. So. Kann ich das noch aufheben, den Bahn? Ja. Das wäre schade, wenn wir den verlieren. Das wäre sehr schade sogar. Okay. Den werde ich jetzt mal ausnahmsweise ein bisschen hier rein tun. Das mache ich mal so. Das mache ich mal so, glaube ich. Ja. Den Clipper tue ich derweil auch hier rein. Wobei, es ist wurscht. Egal, den könnte ich eh gleich brauchen. Und zwar für den Seedang hier. Weil mit dem Seetang können wir jetzt bei der Schmelze Clipper draus machen. So. Dauert halt immer ein Weilchen. Aber es soll funktionieren. So, was ich dann auch noch bauen möchte, sind natürlich mehr, wo sind sie denn? Hier Lagerräume. Also diese großen hier, ne? Wir haben ein Scharnier, das passt schon mal. Den baue ich gleich sofort. Weil ich wollte ja eigentlich ursprünglich, wo die Schmelze ist, hier eine Kiste hin haben. Ne? Jetzt geht das halt natürlich nicht. Jetzt bin ich schon überlegen, wo wir die Schmelze dann hin platzieren. Hier ist auch blöd. Hier möchte ich das nicht haben. Aber theoretisch hier. Bin ich hier so richtig? Ist das hier? Ja. So. Da könnte man das hinbauen. So platzsparend wie möglich. Genau. Da können wir jedenfalls schon mal unseren gesamten Kunststoff reinschmeißen. Weil dann kann ich die hier zerstören, nämlich. Ich möchte nämlich nach und nach austauschen gegen die großen hier. So, also ein bisschen umständlich, was ich da mache, aber das ist eh normal bei mir. Ich würde das, glaube ich, so machen und so. Irgendwie. So, ich habe schon wieder irgendwelche Anfälle, ich bin schon wieder hungrig, okay. Dann wird es Zeit, dass wir was essen. So, so. Mahlzeit. Und dann möchte ich auch gerne mal fischen, weil, oder ich mache das wieder, wenn es ihr nicht zuschaut, das könnte ich auch tun. So, jetzt müsste ich die normalerweise... Ah, die kann ich nur entfernen, zerstören kann ich sie gar nicht. Vielleicht kann ich sie lagern. Ja, das geht tatsächlich. Einmal, zweimal,
dreimal, viermal. So, und einmal reparieren. Weil vielleicht können wir die, okay, wenn es kleine Truhen sind, ich meine, hier für Plastik ist schon mehr als notwendig. Ich werde die Truhen hier mal sammeln, die kleinen. Vielleicht können wir sie ja doch für irgendwas verwenden. Für später. Gut. Aha, der Clipper wäre fertig. Weil den brauche ich tatsächlich für eine Flasche, die wir auch forschen können. Und zwar, wo war sie denn? Hier. Das da. Wir hätten, glaube ich, haben wir schon genug Clipper? Ich glaube nicht, oder? Zwei Stück. Bleib offen. Na, ich glaube noch nicht so recht. Na, zwei Stück. Muss noch ein bisschen warten. So, so. Wow, was mache ich denn mit dem? So, aus. Jetzt zieht mich irgendwo hin, wo ich gar nicht hin möchte. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir bauen hier weiter, ne? So, zack. Zack. Ah, jetzt haben wir Durstig, okay. Hungrig und Durstig und alle Zustände haben wir. So, dann gehen wir schnell mal was trinken. So, halt. So, ein Schlückele für uns. Noch ein Schlückele für uns. So, passt. Die können wir super ernten. Zweimal Sämlinge bekommt, das ist hervorragend. So, einmal. Und zweimal. Jetzt brauchen wir noch Süßwasser. Dann können wir das auch schon wieder bewässern. So, inzwischen kann ich ja wieder unser Gemüse rauspacken. Ah, ist schon fertig. So, und ist schon gegossen. Hervorragend. So. So. Gut. Aha, Klippe ist fertig. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Wo ist jetzt das? Hier. So. Halt. Das da. So, ja. Genau. Kartoffeln. Die nehmen wir gleich mit. So. Sehr, sehr gut. Was haben wir jetzt hier noch drinnen? Aha, viel Ramsch. Viel Geramsche. Und hier nochmal Essen. So. Für die Schmelze brauche ich halt auch noch irgendwie einen besseren Platz. Die Schmelze wird fast hier gut passen, glaube ich. Wenn das Ding hier fertig ist, der Clipper, dann stelle ich die Schmelze darüber. Ich muss kurz niesen. Entschuldigung. So. Oh. Ja. So ist das. Aha, das Fass ist neben vorbeigeschwommen. Super, ich dachte, das wird hier stecken bleiben beim Netz. Aber no. Da habe ich falsch gelegen. So, Klippe ist fertig. Habe ich noch Platz unten da? Sehr gut. Dann würde ich essen. Achso, die Kartoffel. Dachte ich schon, hä? So, jetzt haben wir das hier mitnehmen. So. Und wir haben die Schmelze. So. Tatsächlich hier hinstellen. So. Nein. So. Da steht sie gut. So. Schön vom Blanken. Und zack. Dann kann ich nämlich hier die Truhe dahin stellen. Jetzt brauche ich nur noch Platz für mein Vorhaben und dann klappt das schon. Das fressen wir halt. Das essen wir jetzt mal weg. So ist gut. Dann packe ich das mal hier rein. Ah, warte. Wir hätten jetzt genug für die leere Flasche. Die produziere ich jetzt mal. Und die wird auch sogleich erforscht. So.
Jetzt können wir nämlich ein Fernglas machen, sieht weit in die Ferne. Und Sauerstoffflasche bietet zusätzlichen Sauerstoff unter Wasser, was sehr wichtig ist. Als nächstes brauchen wir Leiterplatten, Kupferbahn, Schmutz. Hatten wir schon mal Schmutz? Hatten wir schon irgendwo mal Schmutz? Warte mal. Oder vertue ich mich jetzt? Wie kommt das bekannt vor? Ich dachte, wir hätten schon mal Schmutz gehabt. Da vertue ich mich scheinbar gerade. Nein, Schmutz hatten wir noch nicht. Könnte auch sein, dass ich ihn weggeschmissen habe. Oder dass er mir verloren gegangen ist, als der Haifisch mir was kaputt gemacht hat. Das könnte alles möglich sein. Was habe ich da in der Hand? Achso, ein Stein. Okay. Gut. Ich schmelze fertig. Ja. So. Sehr gut. Dann würde ich sagen, können wir hier auch den Seetang bunkern. Das passt recht gut. Würde ich meinen. Ja. Gut. Dann brauche ich nochmal so eine Truhe. Aber ein Scharnier dafür. Da habe ich eins. So. Und ein Lager erstellen. Das wäre mal. Bin ich da so richtig? Ja. Das stellen wir hier hin. Oder ist das ein Blödsinn? Halt! Mist. Ich wollte noch schauen, wie groß der neue Grill ist. Der hier, was braucht man da? Metallbahn 2, Seile braucht man, Nägel braucht man. Okay, Metallbahn fehlen. Aber wenn wir uns nach einer Insel umschauen. Vielleicht taucht ja bald mal eine auf. So. So, lala. Weil ich möchte schauen, dass die beiden Grills daneben Platz haben. Ne? Zumindest einen großen Grill noch hier hin. Die kleinen können eh da bleiben. Dann können wir hier vielleicht noch einmal eine Wand machen oder ein Fenster. Hier möchte ich aber den Eingang lassen, dass wir hier rein können. Aber hier durchgehen wäre besser. Ich meine, ich könnte den Forschertisch auch brauchen, wenn ich jetzt so eine Wand mache, ne? So wie hier da so, halt, Fässchen. Könnte man hier den Forschertisch reinbauen. Und unser Trinkgefäß vielleicht, das hätte vielleicht beides Platz. Schaut das doof aus? Ich probiere es einfach mal. So, Wand. Die hätte ich gern hier einmal. Aha, jetzt haben wir es eigentlich blanken. Wie geht denn sowas? Wie geht denn sowas? So. Zack. Boah, da sammelt sich Sachen zusammen, ey. Aha, Erschwerer. Ich glaube, diesmal wird uns was kaputt machen. Weil mein Schwer geht kaputt. Ja, ja, beiß weg. Hier brauchen wir, wow, Metallbahnen. So. Metallbahnen und so weiter, das habe ich gerade nicht. So, ist repariert. Ja. Eine Insel muss her. So viel ist schon mal sicher. So, ich brauche eine Wand. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier ein Fenster machen soll. Ich glaube nicht. So. Waren jetzt zwei zu viel? Ich glaube, das war zu viel. Ist egal. Hier kann ich durch. Ich glaube, ich hätte hier schon müssen fertig voll machen. Aber so schaut es auch nicht doof aus, glaube ich.
Hier kommt halt jedenfalls noch eine Wand hin. Dann können wir schon mal den Tisch hier abreißen, ne? So, dann reißen wir mal ab, den Forschertisch. Den stellen wir da rein. So. Da ist er. Jetzt ist die Frage, ob er so besser ausschaut. Aber ich glaube schon. So ein Stück hier noch nach hinten. Da glaube ich. Ich glaube, so ist okay. Und auch unser Wasseraufbereitungsgerät. Unser Reiniger. Jetzt haben wir mal gesoffen. Das ist eh gut, dass das Wasser nicht verloren geht. So. Jetzt stellen wir den Reiniger noch hier hin, würde ich sagen. Wenn es Platz hat. Ja. Ja, mein Forsch ist ja durstig und da ist immer besser. Eine Insel! Hoffentlich kriege ich die jetzt noch. Ich hoffe, das geht noch. So. Was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte Wasser holen. So. So, und die Planken dazu. So, weil ein Forscher ist ja immer kurz vorm Verdursten, ne? Und da wäre es ja besser, wenn der Forscher gleich das Wasser neben ihm stehen hat. So. So, weil wir wissen ja, Forscher sind sehr wissbegierig und vergessen schon mal gerne zu essen und zu trinken. So. Jetzt brauchen wir wieder hier Böden. Einmal. Ja, wenigstens einmal. Nochmal jetzt hierhin gehört, damit die Sachen nicht nass werden. Aber sie wurscht. Da, Planke. So. Und wer hätte das gedacht? Wir sind schon wieder am Hungern. So. Ich glaube, ich muss dahin paddeln, hä? Geht irgendwie nichts weiter. Ich habe schon einen Anker. Ich glaube, ich bin so arm, dass ich mal einen Anker habe. Mhm. Habe ich auch nicht. Wo sind denn die Steine? Hier. Planken haben wir gleich. Die haue ich jetzt gleich. Da habe ich gleich einen Baum weg. So, das muss kurz reichen. Den Wurfanker. So. Den muss ich wohin? Oder habe ich schon einen hin platziert gehabt? Nein, noch nicht. Du? Wir segeln da schon wieder vorbei, ey. Das geht so nicht. So, jetzt aber. Geht schon, battle um dein Leben. Ich hoffe, ich komme darauf. So. Und zack. Ich hoffe, das klappt so. Das Segel, du mal. So. Weil eigentlich muss ich eh nicht darauf. Ich muss eigentlich runter. Ins Wasser. Und hoffen, dass wir hier Metall kriegen. Aber zuerst wäre gut was essen. Weil Planken, und das brauche ich ja nicht mehr. Wir haben hier ja eine super Plankenproduktion schon hier. Ah. Sehr gut. Die machen wir auch gleich platt. Ehrlich, ich habe nie Platz für irgendwas, ne? Dieser Haifisch, ne? Ich habe auch keinen Speer. Ach, Hupfenkatsch. So. Hups, nein, was mache ich denn? Langsam. So. Produzieren wir da ein paar Seile. So. Die heben wir mal alle auf. Haben wir jetzt Platz? Nein. Doch, der Mangosamen ist... Es ist echt übel. So, was haben wir denn da? Kokosnuss weg. Ist
aufdecken. Noch ein paar Seile machen. Jetzt muss es passen. So. Geht ja. Jetzt haben wir die Marco kaputt. So. Und hier auch noch. So. So schöne Möbel. Alter. Was? Unfassbar. So, also Kokosnuss, Sämling, also einmal und zweimal. So, jetzt können wir die Kokosnuss aufheben, die können wir gleich wegessen. So, dann haben wir hier Mangosamen. So, jetzt brauchen wir einen Haufen frisches Wasser. Also süßes Wasser, Salz, Süßwasser, jetzt habe ich es. Würdest du gießen? Danke. So, so. Und wo ist das hin? Hier drin. So, ich muss mich wieder neu orientieren. So, einmal, zweimal, hat's hingehauen. Jetzt. Dann ein drittes Mal. Ich bin nur mehr am Laufen. So, Alter. So, dann will ich noch da oben die Decke fertig machen. Hier klappt es natürlich nicht. Hier jetzt. Also, klappen wird schon. Wir haben nur zu wenig Planken, wie immer. So. Das eitert alles in Arbeit aus. So. Als nächstes, der Samen kommt weg. Der kommt hier rein. So. Dann würde ich sagen, naja, den Ton könnten wir lassen. Die Mango verknusper ich gleich. So. Was hatte ich denn hier? Ein Speer, genau. Der Metallspeer wird mir nichts bringen. Also muss ich den normalen nehmen. Dafür, ah ja, fehlt mir Blanke. Da kann ich gar nichts noch. Gut. Dann würde ich sagen, ich versuche mal mein Glück. Da wäre Seetang. Da wäre Sand, glaube ich. Ton ist es, glaube ich, nicht, oder? Doch, Ton. Glück gehabt. So, und auftauchen. So, hüpf. Hüpf. Sehr gut, dann können wir schon wieder einen nassen Ton machen. Falsche Taste. Da ist er. Nasse Ziegel, so wollte ich sagen. Sand fehlt, genau. Dann haben wir den Hammer da drüben. Da drin. Sand. So, können wir schon wieder einmal herstellen. Und können wir ihn schon wieder zum Trocknen geben. Und zwar dahin. So. Gut, wir brauchen was zu essen. Fischen wollte ich auch. Ich glaube, das Fischen, das werde ich, glaube ich, wieder machen, wenn ich, wenn Offscreen ist, dann fische ich uns ein paar tolle Fische raus, hier aus dem Meer. Werde ich was zum Essen kochen, glaube ich, braten nebenbei und ja, dann wird es, glaube ich, schon werden. So. Das dürfte Sand sein. Metall wäre halt cool. Das könnte vielleicht. Na, das ist auch nur Sand. Hier haben wir auch nur Stein. Das ist, glaube ich, auch nur Stein. Oder wenn ich Glück habe, Ton. Ton, ja. Das war Stein und das ist Stein. Ja. Da könnte ich ein bisschen Seetang noch ernten mit Glück. Jawohl. Das hier ist, glaube ich, wieder nix. Aha. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Viermal. Au. Ja, ja. War klar hier.
So. Oh, ruck. So. Gehen wir mal was essen. Auf euer Wohl. Schmatz, schmatz. Habe ich hier noch Seebrasse? Hätte ich tatsächlich noch. Die könnte ich braten. Die müsste gehen. So ein kleines Fischerl. So. Auch mal was zu trinken wäre fein. So. La 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 da da. So. Und hier. Und hier. So, schnell was Salzwasser nachfüllen. Ein paar Planken dazu. Und gut ist, die kann man auch schon ernten. Sämling, ja, Melonsamen, die pflanzen wir auch gleich ein. Und dann nehmen wir noch eine Kartoffel dazu, dann passt es schon. Die Melone futtern wir gleich. Oder knuspern wir mal an, sagen wir so. Da hätten wir unseren Kumpel. Aha, wir können auch schon wieder einen nassen Ziegel herstellen. Ja, ja. Ich stelle mal hier dahin. Kann ich dich jetzt? Wie geht denn das mit dem Pfeil? Spannen und dann? Okay, keine Ahnung. Muss ich noch üben? Ich dachte, ich könnte jetzt mit dem Pfeil erschießen. Vielleicht klappt das ja aber auch gar nicht. Da fehlt mir jetzt Planken, gell? Ja klar, zwei Stück. Na loco! So. Au. Was? So ein Metall ist echt schwer zu finden. Ah, hier glaube ich, ja? Kupfer. Wow. Schneller, 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 schneller. Oh Gott. Okay, muss ich. Ja, klar. Ich hatte gerade meinen ersten Kupfer. Verstehst? Meinen ersten Kupfer. Oh Mann, ey. Ja, hilft nichts. Wo ist der Anker? Einmal lichten, bitte. Na, falsch. Anker einholen. So. Ja, das lief nicht gut. So, was haben wir hier Schönes? Ein paar Federn. Ach, ja je, Mini. Heute K. Schade. Ja, da habe ich zu viel ausgereizt gehabt. Oh Mann, ey. Ah, das ist bitter. Naja. Pech gehabt. So. Ich habe jetzt keine Tasse und nichts mehr. Das ist alles sehr, sehr schlecht. Werde ich aber dann hoffentlich wohl bei den nächsten Kisten und so weiter bekommen. Ja. Ich sollte mir vielleicht auch Werkzeug auf Reserve bauen. Das wäre mal auch nicht schlecht, ne? Scheiße. Naja. Dam, dam, dam. Ah, mein Zedang ist auch weg. Ich habe ja alles mitgenommen. Schlau, 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 schlau. Nicht.
Oh je. So. Naja, wenigstens haben wir was zum Essen, ne? Und unsere erste Planke wieder. Boah, ist das bitter. So. Na gut. Dann bauen wir uns halt wieder unsere Sachen. Als erstes mal ein Häkchen für uns. So. Das brauchen wir jetzt eh, weil da schwimmt ein Fässchen vorbei. So. Sehr gut. Schrott, Seil, Plastik, alles Mögliche dabei. Das ist gut. Dann brauche ich einen Speerchen langsam mal oder eine Axt. Eine Angel wäre auch nicht schlecht. Natürlich haben wir auch jetzt die gute Angel verloren, ne? Ist eh klar. Der Hammer wäre auch nicht schlecht. Jo. Ich glaube, den Hammer baue ich mir sogar zuerst. Für den Fall, dass wir so ein dreckiger Hai uns hier unser Floß kaputt beißt. Naja. Ich werde jetzt offscreen noch ein bisschen Material sammeln, damit wir da unsere gängigen Waffen haben hier, ne? Und dann, ja, würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Lieben, ne, jetzt habe ich mich falsch verabschiedet. Also nochmal. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!